Und es kann auch das sein, was Sie gewählt haben, Ralf Kühler, denn Sie sind, und manche werden sich jetzt wundern, der Mann mit der größten deutschen Fernsehpräsenz überhaupt. Macht mir Angst, aber ist so. Es ist der Megastar des Home-Shoppings. Ein Mann, vor dem ich als Moderator nur den Hut ziehen kann, weil er 500 und mehr Stunden im Jahr seit über 10 Jahren im Fernsehen präsent ist. Ich sage, so günstig wie jetzt bekommen Sie ihn nie wieder. Es ist nicht irgendein Moderator, nein, es ist nur der echte Ralf Kühler. Aber was wäre ein echter Survival-Man, wenn er nicht auf seine Mundhygiene achten würde? Und da ist es ganz wichtig, die richtigen Produkte zu nehmen. Wir vom Shop empfehlen ihn hier. Schneckodent, heute im Doppelpack. Mit enthalten im Schneckodent sind diese luftgetrockneten, sonnengereiften Schneckenhäuser. Die verfügen über einen hohen Calciumcarbonatanteil und das ist gut für die Beißerchen. Preisprofi Ralf Kühler hat einen zweiten Autotermin vereinbart. So, du bist David? Hallo. Ich bin Ralf. Hallo. Hallo. Das sind die beiden, die ein Auto suchen, David, Franzi und Olli. Und das Auto habe ich ausgesucht, weil der macht im Internet einen sehr, sehr guten Eindruck. Das ist ein Ford Fiesta aus 1997. Die sind zwar ein bisschen rostanfällig in dem Jahrgang, aber muss man sie einfach mal angucken. Können wir mal reingucken ein bisschen? Auf jeden Fall. Ja? Ich würde ganz gerne mal als erstes vorne im Motorraum gucken, ja, weil was mir auffällt hier, da ist irgendwas mit Lack mal gewesen. Das sieht nachlackiert aus, sieht man direkt. Ja? Hier bei Ralf daheim steigt heute das große Dinnerfinale. Morgen, willkommen in Burscheid, willkommen im Bergischen Land. Kommt mal rein, ich zeige euch mal, wie ich wohne. Gerne. Das ist meine Wohn-Ess-Küche. Also hier sitze ich normalerweise mit der Familie, frühstücken morgens mit Tochter, Sohn und meiner Frau. Die Gäste dürfen heute im Esszimmer Platz nehmen, das zeige ich euch gleich noch. Ganz wichtig in der Küche ist ein Fernseher, damit man nochmal Kochsendungen gucken kann. Und jetzt, nachdem ich so 500 Kochsendungen gemacht habe, weiß ich, die Küche ist viel zu klein. In Portugal und Spanien kennt ihn schon jeder aus dem Fernsehen. Den Fernsehkoch, der heute bei uns erstmalig im deutschen Fernsehen ist. Das Thema Weltenbummler-Küche mit Chacal. Sie nehmen die im Lieferumfang enthaltenen Steine, etwas Asche hinzu, auch die Kohle dafür ist mit dabei, heute für wenig Kohle, nur 19,95. Dann geben Sie etwas Kräuter hinzu, da können Sie jetzt Kamille oder Minze nehmen und zerhacken das Ganze circa 5 Minuten. Das haben wir schon mal vorbereitet. Es entsteht ein wunderbarer Brei. Sie nehmen sich etwas frisches Quellwasser, verrühren das Ganze und jetzt kommt's. Fertig ist Ihre wunderbare Schneckodent Zahncreme. Okay, da war mal vorne was, ne? Ich also meine, hier ist der Lack gerissen, das sieht man ganz klar. Der hatte wohl mal einen Frontschaden vorne, ja. Wie hoch war der? In welche? So, das war vor meiner Zeit. Okay. Deshalb kann ich das leider nicht sagen. Also weißt du nicht, ob das bei Ford repariert wurde oder irgendwie in der Hinterhofwerkstatt? Nee, weiß nicht. Das ist mein Lieblingsplatz hier. Ah, hier glotze ich Fernsehen. Heute Abend dürfen hier die Gäste sitzen und lecker Cocktails trinken. Und hier auf dem Kaminsims, wie es sich gehört, Bilder meiner Familie, hinten Hochzeitsfotos und die Nichten und hier vorne mein Sohn und meine Tochter. Dann hast du frischen Fisch. Frischen Fisch, frischen Fisch. Wie ist in Deutsch frische Fisch? Wie ist das? Fischers Fritz fischt frische Fische. Kann ich mal sagen, das, nee. Das ist unmöglich. Ist unmöglich. Das lernen wir aber noch, oder? Ja, aber ich weiß. Bevor wir fahren, würde ich noch mal gerne eben einen Blick auf die Bremse werfen. Wie hat denn das Auto bitte TÜV bekommen? Ist ja völlig runter, die Bremse. Guck mal, die Bremsscheibe ist total fratze und der Bremsklotz, da ist Metall auf Metall. Da können wir nicht mit fahren. Da fahre ich so nicht mit. Sag mal, wenn ihr noch ein Stück aus dem Rücken haben könntet, so ein schönes Filet vielleicht, ja? Ach, guck mal, ihr habt Spaß, oder? Ah, die gibt bestimmt Kakao, weil die ist braun. Hm? Sag mal, wo gibt's denn hier Kalbsfleisch? Hört er nicht so gerne. Naja, die sind aber nicht gesprächig, oder? Ja, was bist du denn so schmutzig? Ja, warst du bei der Dschungelprüfung? Ja. Was ist los da hinten? Essen ist fertig.